Aber da kann ich euch gerne noch was zeigen. Und zwar sind ja noch einige andere Spells rausgekommen, die ziemlich weird aussehen. Zum Beispiel, es gibt ein neues Totem. Es gibt ein neues Totem für Schamane. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe nämlich die Theorie, dass dieses neue Shaman-Totem eventuell besser wird als Windfury. Und ich zeige euch jetzt auch, wieso. Okay? Oder was meine Theorie dahinter ist. Hinter dem neuen Shaman-Totem. Das hier ist das neue Shaman-Totem. Ich meine, das Flammzunge-Totem kennen wir so oder so. Richtig? Und das Flammzunge-Totem, das macht ja normalerweise einfach so einen Feuerblitz, der rausfliegt. Das ist Flammzunge-Totem, richtig? Nee, das ist ein anderes Totem. Wie heißt denn das andere Totem? Totem der. Doch, das heißt doch so, oder nicht? Searing Totem, nee. Verbrennung. Searing Totem ist das andere. Searing meine ich. Genau. Flammzunge gibt es normalerweise erst ab Waddle Car. Und das macht Spell Damage, right? Und Flammzunge in Classic WoW ist eigentlich ein Spell, den nur der Shaman hat. Den kann der Shaman auf seine Waffe machen. Und dann macht seine Waffe Feuer Damage mit jedem Schlag. Und das hier kriegt der Shaman anscheinend neu dazu. Und damit kannst du dieses Flamm Damage auf deine ganze Gruppe machen. Bedeutet, wenn ihr ein Krieger seid, bekommt der Krieger für 2 Minuten Flamm Damage auf die Main Hand. Es geht nur dieser Flamm Damage oder es geht Windfury. Und dann ist halt die Überlegung, wieso sollte man diesen Flamm Damage nehmen und nicht Windfury? Weil Windfury ist ja normalerweise der beste DPS-Spec, das beste DPS-Enchant. Diese Flammzunge-Methode macht jeden Hit Feuerschaden. Es ist nicht viel Damage, aber es ist jeden Hit. Und in der nächsten Phase bekommen wir eine Menge, also legit, wir bekommen eine ganze Menge Attack Speed mit dazu obendrauf. Unter anderem, achso, Windfury hat einen Internal Cooldown. Ja, nicht vergessen. Windfury hat einen Internal Cooldown von 1,5 Sekunden. Wir kriegen super viel Attack Speed drauf. Dual Wield bringt dir nichts, es ist nur auf der Main Hand. Es ist immer nur die Main Hand Waffe bei einem Enchant Totem. Na, also ich glaube nicht, dass beide Waffen gehen, oder? Ne, nur Main Hand. Nur Main Hand. Erstmal kriegen wir hier mit Attack Speed. Da ist Attack Speed drauf. Auf dem neuen Helm. Es ist Attack Speed auf dem neuen Trinket mit drauf. Es ist Attack Speed auf dem neuen World Buff mit drauf. Und das ist schon mal drei neue Attack Speed. Das sind schon mal drei neue Attack Speed Sources. Aber jetzt kommt es. Hier ist der Grund, wieso ich denke, dass dieses Totem, wenn es so bleiben sollte, eventuell Windfury auflösen würde als Top-DPS-Totem. Und das ist dieser Enchant hier, Dismantle. Und dann denkt ihr euch, hä, Dismantle? 10 Additional Damage macht ja gar keinen Sinn. Aber Dismantle wurde umgeändert. Dismantle ist ein neues Rezept, was drin ist in Phase 2 anscheinend. Und dieses Ding, permanently enchant a weapon to cause all spells and attacks. Spells and Attacks. Rein theoretisch sollte das auf jedem Schlag zweimal procken, wenn ihr Flammzunge habt. Flammzunge zählt als Spell, Attack zählt als Attack. To sometimes deal 60 bis 90 Damage auf Mechanical Units. Also wenn ihr eine schnelle Waffe habt, mit Flammzunge drauf, mit Attack Speed Boost und dieser Verzauberung hier, kann es sein, dass ihr so oft diesen extra Damage prockt, obendrauf prockt, dass ihr mechanische Units komplett aus dem Leben bläst. Also ihr habt einfach super viele tausende kleine Zahlen, die sich alle ineinander hochstacken. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das neue Flammzunge-Totem, wenn es wirklich so drin sein sollte, wenn das hier wirklich so drin sein sollte, eventuell Windfury ablösen wird. Ich glaube es nicht, ne? Ich glaube es nicht. Aber es kann gut sein, dass irgendwie so ein weirder Kram rauskommt und vielleicht Windfury gar nicht mehr Meta wird. Warte mal. Wenn das wirklich so kommen sollte, dann ist ja Horde komplett broken. Weil dieses Totem hat nur die Horde. Allianz hat das nicht. Allianz hat nur Windfury. Wait a minute. Warte mal. Das würde ja Horde wieder komplett nach vorne katapultieren. Oder sehe ich das gerade falsch?
Ich meine, Horde wird so oder so schon ein bisschen besser. Wegen dem neuen Shaman-Enchant. Der neue Shaman-Enchant hat ja hier 45 Thread-Generierung auf dem Slot. Dafür stinken Shaman in P1 gegenüber Paladin komplett ab. Finde ich gar nicht. Ich finde Shaman ziemlich broken aktuell. Eventuell gibt es beim Paladin was ähnliches. Ja. Das wäre auf jeden Fall nur Only Horde. Also dementsprechend kann ich nicht glauben, dass es zu stark wird. Das Flammzungen-Totem. Aber es wird halt so viele Wege geben. Ne, du kannst sie nicht kombinieren, weil du kannst auf deiner Main Hand immer nur eine Waffenverzauberung drauf haben. Also du kannst immer eine permanente Waffenverzauberung haben. Die permanente Waffenverzauberung ist bei mir zum Beispiel gerade 2 Waffenschaden. Und dann kannst du eine temporäre Waffenverzauberung auch noch mit drauf machen. Eine temporäre ist zum Beispiel ein Schleifstein. Oder Manaöl. Oder Flammzunge, wie das Totem. Oder Windfury oder so was. Oder Gifte. Das ist eine temporäre. Und du kannst keine 2 temporären haben. Also du kannst nicht haben Windfury und Gift. Oder Flammzunge und einen Stein. Ne? Das geht nicht. Übrigens, über diese Steine haben wir noch gar nicht viel gelesen. Ich glaube nicht, dass Blizzard einen Schritt zurück macht. Verschiedene Dinge auf beiden Fraktionen haben sie, ist sie jetzt immer schon. Also Allianz hat ja... Horde und Allianz haben unterschiedliche Dinge. Die sind nicht beide gleich. Je nachdem, wie das Power-Shiften funktioniert, kann es auch sein, dass Feral-Druiden ziemlich bad werden für Windfury. Right? Kann passieren. Wenn du einen schlechten Druiden im Team hast, kann es sein, dass dein Windfury runterdroppt. Beim Power-Shift. Also, Unterschiede wird es immer geben. Ah, doch, Paladin und Shaman sind schon sehr unterschiedlich. Also, Paladin hat gute Buffs, er hat Hand auflegen, er hat einen Bob, er hat eine Bubble. Right? Das sind schon mal riesige Sachen, die Allianz, Horde nicht hat. Das Buch für First Aid ist nicht beim Händler. Okay, man kann First Aid vielleicht doch nicht vorpumpen. Mein Fehler. Also, ich glaube, ein bisschen Unterschiede wollen sie drin behalten. Aber ich finde es irgendwie weird, dass sie so viele neue Sachen mit reinpacken, die keine Runen sind. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich hätte gedacht, die beschränken sich auf Runen. Aber jetzt bringen sie noch viel, viel mehr andere Spells und so rein. Das ist schon wild. Das ist schon sehr wild. Das sind keine Gruppenbuffs, nee, das stimmt. Aber es ist trotzdem ein Unterschied. Du kannst mir nicht erzählen, dass du gerade findest, dass Allianz und Horde gleich ist. Also ich habe beide Seiten geradet und ich finde, beide Seiten raiden sich komplett unterschiedlich. Also beides hat ein komplett anderes Feeling. Horde fühlt sich immer noch viel, viel aggressiver an im Raid und Allianz fühlt sich immer noch viel, viel, ich sag mal so, sicherer an und kontrollierter. Und ich glaube, das Feeling wollen sie auch drinnen behalten. Ein bisschen Unterschiede wird es immer geben. Horde ist im PvP besser, das stimmt nicht. Das ist ein Irrglaube. Noch nie der Fall gewesen.